Nach der Rückkehr von Toni Kroos stellt sich die Frage, wer darf neben ihm den defensiven Sechser spielen? Nun ist Pavlovic verletzt, deswegen haben wir eigentlich nur noch Pascal Kroos und Robert Andrich. Schauen wir gemeinsam, wer hier der bessere Spieler ist. Schauen wir ganz kurz auf die Erfahrungswerte. Pascal Kroos ist bereits 32 Jahre alt, hat 70 Bundesligaspiele schon gespielt und über 218 Premier League-Spiele. Im Vergleich dazu Robert Andrich, 29 Jahre alt, 134 Bundesligaspiele, keine Auslandserfahrung. Deswegen geht dieser Punkt an Pascal Kroos. International sieht es ganz anders aus. 8 Euroleague-Spiele für Pascal Kroos, 4 Länderspiele im Vergleich dazu. Robert Andrich, 5 Champions-League-Spiele, 19 Europa-League-Spiele, zwar erst ein Länderspiel, aber internationale Erfahrung geht an der Stelle ganz klar an Robert Andrich 1:1. Schauen wir uns die aktuelle Saison an. Pascal Kroos hat schon über 3204 Minuten für Brighton gespielt. Robert Andrich kommt in Anführungsstrichen auf nur 1909 Minuten. Von dem her geht hier der Punkt an Pascal Kroos 2:1. Schauen wir nun auf die offensiven Leistungen in dieser Saison. Auf die Tore erstmal. 4 Tore hat Pascal Kroos erzielen können. Ein Expected Goals Wert von 5,35 sogar. Dagegen steht Robert Andrich mit 2 Toren nur 0,51 Expected Goals. Also klarer Punkt 3:1 für Pascal Kroos. Auch die Assists. 10 Assists hat Pascal Kroos beisteuern können. Expected Assists Wert 7,15. Bei Robert Andrich ist es nur ein Assist. 0,94 Expected Assists. Von dem her ganz klarer Punkt. 4:1 für Pascal Kroos. Und auch die herausgespielten Großchancen. 11 Großchancen konnte Pascal Kroos herausspielen. 2 Großchancen bisher Robert Andrich. Das heißt 5:1 Führung für Pascal Kroos. Kommen wir nun zu den Ballaktionen und auch hier ein ganz klares Bild. 102 Ballaktionen hat Pascal Kroos in einem Spiel. Bei Robert Andrich sind es nur 49,6. Das 6:1 damit für Pascal Kroos. Schauen wir auf die Passgenauigkeit. Da sehen wir beide sehr, sehr guten Wert. 90% Pascal Kroos, 90% auch bei Robert Andrich. Aber die gespielten Pässe sind bei Robert Andrich mit 40,1 deutlich weniger. Pascal Kroos spielt 73 Pässe pro Spiel, von dem her hier der nächste Punkt für Pascal Kroos. Und hier lohnt sich nochmal ein genauerer Blick, was für Pässe gespielt werden. Und Pascal Kroos hat lange Pässe, 3 Stück pro Spiel dabei. Exakte Steilpässe, 3,4 pro Spiel dabei. Präzise Flanken, 2,4 pro Spiel mit dabei. Und hier haben wir bei Robert Andrich 0,9 lange Pässe, 1,6 exakte Steilpässe, 0,1 präzise Flanken. Klar, ist nicht unbedingt die Aufgabe, aber hier deutliche Vorteile bei Pascal Kroos. Wie gesagt, wir suchen den defensiven Sechser. Von dem her gehen wir jetzt mal auf die Werte, die vielleicht entscheidend sind in die Verteidigung. Zurückgewonnene Bälle. Hier haben wir 4,0 zurückgewonnene Bälle bei Pascal Kroos. Wir haben 3,5 zurückgewonnene Bälle bei Robert Andrich. Das ist relativ ausgeglichen. Da bekommen von mir beide einen Punkt, also 8:2. Bei den gewonnenen Zweikämpfen ist es schwierig, das zu interpretieren. Beide sind bei etwa 50%. Pascal Kroos bei 53%, Robert Andrich bei 49%. Dafür führt Pascal Kroos deutlich mehr Zweikämpfe, 3,8 gewinnt er pro Spiel. Bei Robert Andrich sind es nur 1,9 Zweikämpfe. Hier ist die Frage, ist hier Robert Andrich, antizipiert er vielleicht ein bisschen besser? Von dem her, da die Prozentanzahl sehr, sehr gleich ist, bleibe ich hier bei einer Punkteteilung. Das heißt 9:3 zwischen Pascal Kroos und Robert Andrich. Und zu guter Letzt auf die Ballverlustwerte. Das heißt, wie oft wird der Ball verloren? Und das darf natürlich als defensiver Sechser dir möglichst nicht passieren. 15,5 Ballverluste bei Pascal Kroos haben wir und nur 5,2 bei Robert Andrich. Das heißt, dieser Punkt geht ganz klar an Robert Andrich, ist allerdings nur das 9:4. Von dem her klarer Punktsieger Pascal Kroos. Ein überraschend deutliches Ergebnis, damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Pascal Kroos scheint auf jeden Fall im Gesamtpaket der bessere Spieler zu sein, aber natürlich auch viel durch seine langen Pässe, präzisen Pässe nach vorne, durch seine Torgefährlichkeit, durch die Möglichkeit, Großchancen herauszuspielen. Hier muss man ganz klar sagen, das wird nicht die Hauptaufgabe sein. Er wird neben Toni Kroos eher den defensiven Part übernehmen. Von dem her kann Robert Andrich hier durchaus eine gute Rolle spielen, gerade weil er sehr ballsicher zu sein scheint und nicht so häufig den Ball verliert. Schickt das Video auf jeden Fall dem großen... Schickt dieses Video auf jeden Fall dem größten Andrich-Fanboy und fragt ihn, was seine Argumente pro Andrich sind.